Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mystery of Neuschwanstein. Mehr oder weniger abgeschlossen. Und jetzt Bonuskapitel, weil wir es können. Kapitel 6, Tag 12, 13.22 Uhr, Marienbrücke. Genau im gleichen Inventar. Schön, Sie wiederzusehen, Ludwig. Auch wenn die Umstände etwas mysteriös sind. Warum konnten Sie uns nicht sagen, worum es geht? Professor Dr. Schlauschlau auch wieder hier. Das heimliche Treffen an der Marienbrücke? Erst einmal vielen Dank, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Nachdem sich die dramatischen Ereignisse nun etwas beruhigt haben, möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ja, okay, tu das. Liebe Güte, die ganze Heimlichtuerei für eine Geschichtsstunde? Boah, Junge. Nur die Ruhe, Wolfgang. Jetzt sind wir schon hier. Jetzt ist er mal vom Professor auf Wolfgang übergegangen. Danke, Frau Hamilton. Ich komme auch gleich zur Sache. Sehen Sie, mein Vorfahr hat mir diesen Schlüssel zusammen mit einer Botschaft hinterlassen. Mhm. Dieser Schlüssel bewahrt ein großes Geheimnis und wird unserem Geschlecht in größter Not helfen. Bis heute weiß ich nicht, was er damit gemeint hat. Mit der Entdeckung von Ludwigs Unterreich liegt allerdings die Vermutung nahe, dass der Schlüssel zu einer Tür unten in den Gewölben passen könnte. Ja, da kenne ich doch eine. Sie möchten also, dass wir die Gewölbe noch einmal unter die Lupe nehmen und nach etwas Ausschau halten, was dieser Schlüssel öffnen könnte? Ja, ich glaube, ich weiß genau, wo der Schlüssel hingehört. Hier, nehmen Sie den Schlüssel. Passen Sie auf sich auf. Die Gewölbe sind immer noch nicht ganz gesichert. Ich kenne da unten nämlich so eine gewisse Tür, wo ich mich 4-5 Mal mehr oder weniger drüber aufgeregt habe, dass ich die Tür nicht aufmachen kann, obwohl sie vorhanden ist. Annehmen und direkt. Professor Dr. Schlauschlau. Das Symbol im Heft habe ich schon mal auf Abbildungen zu den Kreuzzügen gesehen. Echt? Eventuell im Zusammenhang mit einem Ritterorden. Nein! Ein Ritterorden? Wurde Neuschwanstein nicht auf den Ruinen einer mittelalterlichen Burg errichtet? Das könnte ein Templersymbol sein. Man eigentlich davon ausging, dass die Ruine aus einer Zeit lange nach den Kreuzzügen stammt. Trotzdem vielleicht ein Anhaltspunkt. Also, starten wir unsere Suche in den Gewölben? Ja, aber das könnte schwierig werden. Da drin ist es sicher immer noch stockfinster. Weil wir gewisse Leute die Brücke runtergeworfen haben müssen. Du musstest ja den Generator in einem Akt von Vandalismus mit der kostbaren Flasche Chateau Margaux ruinieren. Du traust der Flasche immer noch nach? Naja, nach dem Rummel waren ja ganze Horden Polizei und Historiker in den Gewölben. Sie werden das schon notdürftig repariert haben. Ah, das haben sie gemacht, aber der Müll ist immer noch hier. Gut, jetzt aber. E-Mail, hau raus. Hallo Sarah, das sind ja überwältigende Neuigkeiten. Gratuliere, deine Story kommt auf die Titelseite. Sobald du mit dem Artikel fertig bist, melde dich unverzüglich bei mir, denn du musst dringend nach Weimar reisen. Dort geschehen ungeheuerliche Dinge. Hochachtungsvoll, James Billings. Jetzt haben wir schon zu hochachtungsvoll übergangen. Doppeltes Spiel. Ludwig hatte einen Doppelgänger. Und nicht nur das, ich habe sogar mit seinen Nachfahren gesprochen. Das ist die Story meines Lebens. Die Tatsache, dass Beatrix und Franchetti gemeinsame Sache gemacht und das Schloss geplündert haben, hat Professor Adler tief getroffen. Aber die Anerkennung über den sensationellen Fund wird seine Laune schnell wieder bessern. Ludwig der Vierte hat uns gebeten, dass wir uns möglichst schnell nochmal mit ihm vor Ort treffen. Was er wohl will? Sie erkennen sehr viel Musik. Das ist das größte Manko an dem Spiel. Es gibt keine Musik. Es gibt so gut wie keine Musik. Nur wenn irgendwas passiert. Das ist wirklich das, wo mir am meisten auf... Wo mir wirklich... Das kann ich so nicht haben. Ich brauche irgendeine Musik, Mann. Das kann doch nicht sein. Irgendwas und wenn es nur... Was sie? Irgendein Geigen ist, der was die ganze Zeit hin und her dudelt. Wärst du auf Dauer nervig, aber immerhin etwas. Man, hier ist das Hintergrundgeräusch der Tropfsteinhöhle. Aufregend, oder? Und vor allem situationsgerecht. In einer Tropfsteinhöhle klingt es nach Tropfsteinhöhle. Wow. Na gut.
Können wir überhaupt noch irgendwo anders hin? Natürlich nicht. Es ist alles gesperrt, bis auf diese Grotte hier. Hier drin gibt es sogar irgendwas. Recycelte Wimmelbilder, offensichtlich. Erstmal die Krone umklicken. Die war das letzte Mal nicht hier. Genauso wie das Schloss. Die Brille hier. Die Mühle war nicht hier. Der Pokal war nicht hier. Das Ding, das war hier. Einfach alles anklicken, was vorher nicht hier war. So lange ist er auch wieder nicht her. Das Schild war auch nicht hier. Das wird erst zu spät auffällt. Oder war das hier? Ich weiß es nicht mehr. Der Pilz war nicht hier. Jetzt brauchen wir noch eine Sonnenuhr. Ist das hier? Keine Ahnung. Eine Sonnenuhr. Ein Ring. Ich stecke hier alles mögliche ein und weiß nicht mal was. Zeiger. Das Illuminatenauge können wir nicht einstecken. Die Münzen können wir auch nicht mitnehmen oder den Goldring. Man hatte keine Taschen, wo man so ein Zeug verstauen könnte. Eine neue Flasche Wein für den Herrn Oberwichtig. Nee, die Frau Oberwichtig ist ja tot. Nee, Frau Oberwix. Ich glaube Frau Oberwix, so wie sie genannt damals. Damals vor 3-4 Stunden. Ich nehme das alles gerade an ein Stück auf für alle, die es nicht wissen. Weil ich versuche aufs Hartnäckigste, Lords of the Fallen wieder zum Laufen zu bringen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das habe ich schon mal erläutert. Wo ist denn diese Scheißnadel? Ein Ritterschild. Gut. Wo dürfte repariert? Da müssen wir. Da ist die Tür, die ich gemeint habe. Ja, nämlich. Herr Dollmann, wir sind. Nein! Dieser Brief, ne? Wie oft habe ich den jetzt eigentlich schon angeklickt? Während der Inventarfummelei. Genau die Tür habe ich nämlich gemeint. Katabomben. Aha. Drin hier. Katakomben. Die müssen ja noch viel älter sein als der Rest der Gewölbe. Nein! In der Tat, die Anlage ist eindeutig dem Mittelalter zuzuordnen. Und diese Wappen und Symbole an den Wänden, eindeutig ein Ritterorden. Gab es denn in Bayern einen Orden zu dieser Zeit? Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber wir sollten ein gut erhaltenes Symbol oder Wappen fotografieren und an einen Kollegen von mir schicken. Der kann es sicher zuordnen. Hat das nicht irgendwann einmal geheißen? Ein Grabräuber als Achievement. Hat es denn nicht irgendwann einmal geheißen, das ist ein Templer gewesen? Direkt das nächste Wimmelbild. Wir hauen raus, Junge. Münzen aus dem Auge. Noch mehr Münzen. Ja, das ist alles so Zeug, das können wir nicht einstecken. Das würde viel zu viel Platz verbrauchen. Speerspitze. Okay. Also die ganz dicken Sachen können wir einstecken, aber die Münzen können wir nicht einstecken, Schmuck können wir nicht einstecken, aber Kronen von die Wände reißen können wir. UV-Lampe. Ist es lila, also ist es hier, sind hier irgendwo Symbole. Da sind es. Zack. Ein Anhänger. Und nehmen wir den. Ein Skorpion. Da ist er doch. Eine ganz kleine Sau. Natürlich stecken wir uns einen lebendigen Skorpion in die Tasche, weil die sind ja nicht giftig oder so. Vor allem nicht solche kleinen. Die sind sehr harmlos, das wissen wir ja. Jetzt brauchen wir noch die zwei Dinger aus der. Na. Aus der UV-Lampe. Feuersymbol. Na. Eins. Irgendwo hier muss noch. Ah, da. Zack. Jetzt kriegen wir Zielkreuz. Aus purem Gold wahrscheinlich. Hatte hier mit der katholischen Kirche zu tun, das sind wir immer rechts, nennen wir es mal pompös unterwegs. Nichts pompös. Protzig unterwegs, nennen wir es mal so. Ja, haben wir alle drei Sachen einstecken. Ja, dann fotografieren wir es erst einmal. Oder auch nicht. Das da oben dürfen wir fotografieren. Und was wetten wir auf dem Bild, ist gleich alles drauf. Das Schild klatschen wir da rein und das Kreuz klatschen wir da rein. Ist natürlich ein Illuminatendreieck wieder mal. Hier sind überall Dreiecke. Sarah, ich habe einen Historiker aufgetrieben, der das Symbol identifizieren konnte. Es scheint sich um eine Variante des Templerkreuzes zu handeln, die aber so in keiner der bekannten Tempelhochburgen verwendet wurde.
Die Templer wurden ja offiziell durch den Papst im März des Jahres 1312 aufgelöst. Das könnte bedeuten, dass sich in Bayern eine geheime Zelle gebildet hat. Und Ludwig hat sie gefunden. Das ist sensationell, Billings. Ach wirklich? Das ist ein Templerkreuz? Das war der Templerorden. Nee! Professor Dr. Lauschlau ermittelt. Ich hab's von Anfang an gewusst, du Heinrich. Ich hab nur den Schlüssel gebraucht. Ja, natürlich, Herr Professor. Aber Spaß beiseite. Was wollten die Templer hier? Die Organisation der Templer wurde im 14. Jahrhundert vom Papst verboten. Nee! Anscheinend sind einige Ordensbrüder vor der Verfolgung hierher geflohen und haben einen geheimen Stützpunkt errichtet. Als Ludwig II. Die Ruinen als Bauplatz erkundete, muss er wohl auf diese Katakomben gestoßen sein. Das muss doch mehr als nur ein bloßer Zufall sein. Werden die Templer nicht auch immer mit dem Gral in Zusammenhang gebracht? Willst du damit andeuten, der Gral könnte am Ende doch hier sein? Dieser blöde Gral. Das eher für unwahrscheinlich. Sonst hätte Ludwig ihn doch sicher in die Gralskammer überführt. Das werden wir erst sicher wissen, wenn wir hier alles abgesucht haben. Nun ja, ich bin nicht unbedingt Fan von staubigen Höhlen voller Knochen. Der bleibt dort draußen! Ich muss schon sagen, du bringst nicht wirklich die besten Voraussetzungen für einen Kriminologen mit. Oder Historiker, oder Schatzjäger. Keine Antwort. Lass uns weitermachen. Apropos würdigen. Der Junge. Okay, das hat jetzt nichts mit würdigen zu tun, aber... Er hat nicht mal überrissen, als er den Schlüssel gesehen hat, dass es ein Templerorden ist. Und jetzt meint er, wissen zu müssen, nee, der Gral kann nicht hier sein. Nee, warum? Ist ja nur ein Templerorden hier. Der meint jetzt, das wissen zu müssen. Und den ganzen Scheiß, den er uns jetzt gerade erzählt hat, ist genau in der E-Mail schon drin gestanden. Das heißt, im Endeffekt hat er, während wir das gelesen haben, uns über die Schulter geschaut und die E-Mail gelesen und das nachher ein bisschen ausgeschmückt nochmal erzählt. Professor Dr. Schlauschlau, das ist der Ultra-Profi, das ist der Wahnsinn. Der Junge ist so geil, ey. Das ist der Wahnsinn einfach. Ach, der Typ ist echt der Wahnsinn. Oh, Mann. Ey, das ist eine Nummer für sich, der Junge. Warum ist hier ein Schrank am Boden? Warum steht da ein Schrank und warum ist hier einer eingebaut? Im Boden eingearbeitet. Ach echt, da ist eine Tür! Jetzt fangen die auch schon damit an. Ein Meißel, nehmen wir. Ein Eisenmeißel, es gibt ja mehrere. Guten Stein. Ja gut, von mir aus. Ludwig, Tagebuch. Gut, dass es da immer schön angezeigt wird, welches davon das Neueste ist. 22. Januar 1883. Wir haben inzwischen den Zugang zu den Templergewölben wiederhergestellt. Sie sind noch genauso, wie wir sie damals zurückgelassen haben. Zusammen mit dem restlichen Komplex werden sie unser geheimes Reich unter dem Reich bilden. Das Reich unter dem Reich. Bei den Templern. Dann haben wir den Witz auch mal wieder gebraucht. Dann haben wir erfolgreich jetzt bis auf dieses Drehrätsel mit der Marmorplatte und dieses, ich weiß bis jetzt noch nicht, was es war, das mit den komischen Steine verschieben, das was ein bisschen ausgeschaut hat vom Brett und von den Steinen her wie Mühle oder wie das heißt, habe ich nie gespielt. Ich war mehr der Schachtyp. Ja, bis auf die zwei haben wir jetzt erfolgreich jedes mindestens schon mal recycelt. Gratulation! Jetzt trinke ich erstmal was. Auf den Schock. Auf die Erwartung, sagen wir mal. Yeah. Öffne das Zahlenschloss mit der richtigen Kombination. Ja, kennen wir ja so schon. So. Ich hab was vergessen. Ach man. Ach scheiße. Aber wir haben es im Endeffekt richtig.
So. Hm. Außer wir machen so, dann haben wir es ganz richtig. So. Zack. Zack. Einmal hier vorne. Einmal hier. Und dann haben wir es falsch. So war gemacht, habe ich es. Ah ja. Ich hätte jetzt nicht den Fail gehabt, dass ich den Monat vergessen habe, wäre es gar nicht mehr so schlecht gewesen. Vorhin. Wäre es nämlich flawless gewesen, aber nö. Wir haben mit Professor Dr. Schlauschlau bei uns über die Schulter, deswegen geht das schlecht. Er macht ja alles kaputt, was wir machen wollen. So. Das ist wenigstens. Das wäre schon nochmal ein besseres Schlosserknacken, ey. Es ist das andere Ding. Ein Diamanten! Super Diamant ist das. Das ist ein Zierschild mit, mit Diamanten drauf. Was das für ein Protzkönig ist, das ist ja der Wahnsinn. Was die hier alles im Keller einfach mal muddern lässt. Ja, das ist eine Tür, wir haben es verstanden. So geht das nicht. Doch bei Roller. Wir haben immer noch den Dietrich. Unmöglich. Und jetzt? So, wo müssen wir hin? Oder besser gesagt, wo haben wir was? Bei der Passage hier. Ja, da kommen wir nicht weiter. Fotostudio. Oh, wir können es nicht mehr anklicken. Gut. Eine Flasche, keine Ahnung was. Bleichmittel. Ja. Erfolgreiche Wimmelbildrecycling. Nehmen wir mal das Messer. Den Kopf hier. Das Ding. Die Armbrust. Der ganze Scheiß war auch nicht hier. Noch mehr Schnaps, Wein. Was ist das denn? Na, Urne liegt hier rum. Ultra versteckt. Ein Gehstock. Warum haben wir noch? Ein Fern. Das habe ich doch angeklickt. Eine Schaufel. Ja, da weiß ich sofort, wo wir weitergehen. Gehen damit. Zack. Hoppla. Die Alte hat einen Schmolz? Das ist der Wahnsinn. Oder die Frau hat Muskeln für unsere deutschen Gäste. Oder Kraft. Schmolz ist so viel wie Kraft. In dem Zusammenhang. Unmöglich. Ach, der Brieföffner. Stimmt ja. Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay. Flawless. Warte mal. Hört man das, wenn ich mal den Staub von den Schultern wisch? Keine Ahnung. Oder besser gesagt so, ich könnte das so am Pullover ziehen. Das hört man ja. Da noch ein Templer-Symbol, Herr Dr. Professor Schlauschlau. Mit Aussparungen, was soll das sein? Alchemistische Symbole. Das war's hier doch eh. Oh, das hab ich mal gewusst. Ich hab sowas mal gewusst wegen Yu-Gi-Oh! GX damals. Nicht, dass mir. Ihr sagt die Wahrheit hier. Auf irgendwas hindeuten. Ja, vielleicht auf die Elemente, du Oberheiner. Oh, das sind auf jeden Fall Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft, aber. Boah, ich konnte das nicht mehr zuordnen jetzt gerade. Was? Also, wahrscheinlich wird er doch reinkotzen, soll das heißen, aber. So wie. Das erste, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass der denkt, dass das ein Frühstück drin ist, aber es würde dem Herrn Dr. Professor Schlauschlau auch noch zutrauen. Erfolgreich, das auch noch recycelt.
Verdammt. Okay, ziemlich gut. Fisking. Ziemlich früh für es klingt. Ich hab's im Hals, ich was geht. Werde nächste Zeit mal heißer, ich was geht. Scheiße. Ja. Der Ordenstein ist es hier, nicht der Gralsstein. Kann man mit irgendjemand erzählen, wer sowas in der Steinwand einlässt? Gut, von Templern kämen noch ganz andere Geschichten, aber. Erfolgreich wieder festgesetzt. Uiuiui. Scheiße. Ah ja. Scheiße. Ah, Mann. Ich weiß ja eh schon, dass ich das wieder nicht hinkrieg. Das ist wenigstens nur sowas, ne? Oh, nee. Ist einfach mit dem Hauptstern hier rumfahren, wie bescheuert. Ach, Mann, ey. Dreckiges Recycling. Scheiße. Es war jetzt sogar mit System, ich hab's versucht in die Mitte wegzubringen. Aber gut. So, jetzt sind wir wieder in der Mitte, haben wir ein paar mitgenommen. Zack, zack. Der in der Ecke wird's wieder sein. Brauche ich gar nicht anders anfangen, der muss aus der Ecke direkt raus. Das kriege ich ja noch nie weg. Komm, da oben mal das Arm raus und fast rumfahren.
Ja. Der Ordensstein hatte hier die Freiheit. Der Orden hatte Freiheiten, sage ich dir. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Jo, Junge! Geht doch! Zack! Nur so ein Ding. Oder sind es Edelstein? Von hier aus sind das Würfel! Warum? Warum sind das Würfelaugen von hier aus? Ah, egal. Mit der Erkenntnis dann... Was ist das wieder mit der Folge und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!